Moinsen, Maggers und Margarin. Die neue Woche mit Among Us geht los und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat die letzte Woche gefallen, denn diese Woche wird sehr wild. Es sind viele Dinge passiert, es ist sehr viel drunter und drüber gegangen, aber die Folgen waren großartig. Ich wünsche euch sehr viel Spaß mit dieser emotionalen Achterbahn und hoffe, es gefällt euch. Wenn ihr irgendwas zu sagen habt, ihr wisst ganz genau, wo die Box unten ist. Da könnt ihr reintackern und ein bisschen was loswerden. Falls ihr die anderen Leute sehen wollt, die mitgespielt haben und bei denen auch die Folgen gucken wollt, die sind auch unten in der Beschreibung. Ansonsten Däumchen ist ein Träumchen. Rauf auf die Glocke und vielleicht auch abonnieren oder so. Macht man das so? Ja, das macht man so. Abonniert einfach rein. Abonniert einfach rein. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit den drei Doppelfolgen. Aufi! Okay, was haben wir zu tun? Admin. Erstmal Karte swipen. Fürs Meme. Beep! Okay, first try. Oh, come on! Oh, come on! Oh! Habe ich mich heute sehr drauf gefreut. Ich habe ein paar Sachen noch geändert. Alarm. Erstmal, die Map ist anders, das hat mich verwirrt, aber Ray liegt vorm Stromkasten. Und Nils ist auch tot. Du hast Jay, ihn gefunden. Jay ist das eigentlich immer. Ich habe ihn gerade gefunden. Ich fand das Herr von Jay auch sehr spät. Also ich möchte jetzt nicht so viel reden, aber dadurch, wo bist du lang gelaufen? Ich stand bei dem bei den Blättern rausschmeißen. Da bin ich raus, dann bin ich nach oben, oben Cafeteria, ja. Ja, da ist die sehr lang gelaufen. Kannst du dir das Ding ausdecken? Genau, jetzt durch Cafeteria hoch nach Asteroids gegangen. Ja. Oh. Aber dann kam er uns entgegen, oder was? Also mir ist er nicht entgegengekommen. Der ist kurz uns hinterhergelaufen, hat aber dann doch keinen Bock gehabt. Ich hab ich gesehen, Jill. Ich weiß natürlich nicht, was du hinter mir getrieben hast, weil es Licht aus war. Leck mich doch am Arsch, Alter! Wie könnte das denn alles so krass gesehen haben? Nee, das Licht war da noch nicht aus. Gesehen, als das Licht noch an war. Ja, das ist also da gerade ausgegangen. Jetzt, wollten wir dann jetzt dadurch raus? Wer war im Admin kurz vor Ende? War einer von euch in Admin kurz vor Ende? Ja, ich. Warum? Ich war die ganze Zeit im Admin. Danke, dass du mich beruhigst. Irgendwie, warum, weil ich abgeloadet habe. Und danach bin ich zur Karte gegangen und wollte anfangen zu swipen, dann wurde reported. Okay, das glaube ich. Also er ist mir hinterher, aber ich habe natürlich nicht gesehen, was hinter mir passiert. Ich stand in Admin, also ich war der erste und einzige in Admin und dann war Licht aus und dann stand ich an dem Table, wo wir ist und einer ist Admin reingekommen. Und das an dem Table? Aber Sven war auch, glaube ich, einmal da durchgelaufen. Also ich habe gesehen, dass zwei Leute in Admin waren, das war ich und noch einer. Deswegen habe ich gefragt, wer es war. Sven war eigentlich auch kurz im Admin. Wo war der Mike? Wieso redet Mike nicht? Und Kalle möchte auch reden, das weiß ich. Ich bin krank. Danke, Dadosch. Ich möchte auch reden. Ich war gerade in dem Raum, wo ganz viele Aufgaben immer sind. Ich kann mir die Räume immer nicht merken. Sorry. Electric, genau. Und aber da ist auch eine Leiche. Also, Kalle und das Licht aus. Echt? Kalle und ich sind beide nach links gelaufen. Ich stand doch eine Zeit lang in der Kamera. Aber Dadosch ist schon mal. Ich war bei Maxim in Navigation. Also, Mike, war du am Ende? Ich war am Ende kurz vor Electric. Und wo warst du davor? Hier mit bei Dadosch und Blätter rauswerfen. Okay, dann bin ich unten lang gegangen. Und dann bin ich halt unten lang gegangen. Aha. Ich bin. Kann ich bestätigen. Oh, okay. Wir machen mal schnell die Task zu Ende. Ich weiß noch nicht, wer zweiter Imposter ist, aber das war auf jeden Fall Sepp. Danke, Sepp, an der Stelle. Schöne Grüße. Letztens gerade, als wir im Stream gespielt haben, wurde ich auch die ganze Zeit als erstes getötet. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile ein Meme geworden ist oder so. Vielleicht bin ich einfach zu gut in Among Us, dass Leute mich nicht mitspielen lassen wollen. Oh, shit. Oh, oh Gott. Oh. Ah! Alright, ich wollte die Gelegenheit nutzen. Oh, okay, keiner tot, krass. Ich wollte die Gelegenheit nur nutzen, weil der Meltdown gerade ausgegangen ist und ich dachte, das wird benutzt, um einen auf der rechten Seite zu killen. Wurde aber nicht. Oder eine Leiche zu verstecken. Ich weiß aber, wer rechts war, glaube ich. Ja, Mike und Jay, glaube ich. Aber Maxi war auch da. Nee, ich bin schon hochgelaufen. Ich habe Mike und Sepp Jay ist mit nach oben links gegangen. Ist Jay gerade rumgelaufen? Und ich muss sagen, ich war am Ende bei Reaktor, ne? Also ich war. Ich habe dich gesehen, weil ich hinter dir hergelaufen bin zum Reaktor. Kann auch sein. Wer hat den Reaktor nicht unten gesehen ausgemacht, Sven? Warst ich du war das? Ja. Okay. Warte mal, warum habe ich Sepp nicht gesehen? Ja, ich bin von dir hinterher. Aber du kannst mich sehen, ist das nicht so ein Imposter-Ding? Was? Ja, wenn das Licht. Ja, wenn er, nein, ich habe gesehen, wie du zum Reaktor gelaufen bist. Das Admin oben rausgegangen, als hier Meltdown war. Sepp ist aber direkt aggressiv. Sepp hat sich gerade verraten, oder?
Ja, aber Jay shootet aber auch seit Anfang an, also da bin ich auch nicht vorsichtig. Also Dado wollte auch gerade sagen. Dado schon selbst. Es gibt Vote. Nur weil ich gesehen habe, dass du oben gelaufen bist. Es geht los. Was sagst du, Dado? Sinnlos. Warum denkst du, dass ich, also warum bist du mir nicht sicher, dass ich Crewmate bin? Weil du standst bei mir mit den Asteroids und so. Ich meine wegen dem Dizzy-Kill. Also Dizzy ist wirklich kurz vorher an mir vorbeigelaufen, Licht ging aus, er ist nach oben rechts gerannt. Jay und Sven könnten es entweder beide sein und der Letzte, der ihn gesehen haben müsste, wäre es dann du oder natürlich noch Maxi. Weil ihr wart die, also du und Maxi waren die einzigen, die noch auf der rechten Seite sozusagen übrig blieben. Es sei denn, ich weiß auch nicht, wo warst du war eigentlich in der ersten Runde? Wenn wir nochmal wiederholen, ich war am Abend. In der ersten Runde war ich unten. Ah ja, stimmt, ich erinnere mich. Hat bei mir eine Reaktor gemacht. Okay. Aber ich würde auch nicht drücken, wenn ich weiß aber nicht, warum Jay jetzt also wieder so schnell schlussfolgert. Ich schlussfolger gar nicht. Okay. Ich fand es auffällig, dass du mich gesehen hast und ich dich nicht. Ja, ich habe gesehen, wie du aus Admin nach oben weggegangen bist beim Meltdown. Dann denke ich, bist du da zum Reaktor laufen. Ja, ich bin hinterhergelaufen. Das ist absolut die Funkgeräte aus. Ich habe dich aber nicht gesehen. Hat Jay sich gerade... Jay, sag ich schon, hat Sepp sich gerade verraten. Peter ist übrigens heute nicht dabei, der ist irgendwie unterwegs. Falls ihr euch wundert, warum Sepp da ist von den Smeets. Peter ist, glaube ich, gerade, ich weiß gar nicht, was der macht. Ich glaube, der macht einfach so Gangster-Dinge mit seinem Gangster-Image und pflegt sein Gangster-Image oder so. Gott, wie hieß denn damals das Spiel, Leute? Schreibt mir das mal in die Kommentare, wo man die so draufhauen musste. Oh, ich komme nicht auf den Namen. Sorry für das Geräusch im Hintergrund. Meine Freundin füllt sich gerade die Haare und der Föhn macht das Mikrofon kaputt. Mach das nicht! Vorsichtig! Alarm! Der arme Dalu. Da liegt der einfach. Kommt davon, wenn man mich verdächtigt. Was eine Ansage. Warte mal. Haben wir nicht fast fertig? Wo ist der? Wo liegt der denn? Wo wart ihr denn? Wo liegt der denn? Erzähl doch mal. Nee, wo war er, Dadosch? Wo bist du? Cafeteria, direkt in der Mitte beim Knopf. Kannst du jemand bestätigen? Nein, nee, ich habe Dadosch gerade kurz zu Ende gesehen. Und er liegt unter Elektrik. Ich habe dich nicht gesehen. Also Dadosch war eben bei dem Oxygen-Ding rechts bei. Ich habe alle drei. Center, bei rechts vor der Elektriktür? Rechts vor der Elektriktür. Ich war mit Kalle beim oberen Aufzug. Nee, also da im Gang zwischen Storage und Elektrik. Mhm. Also ich muss sagen, ich habe Mike immer so punktuell mal gesehen, aber ich kann jetzt nicht confirmen, dass er innocent ist. Oder nee, ich meinte nur, ich war bei O2, war ich mit dir oben, da sind wir hochgelaufen und kamen uns auch dadurch entgegen. Genau. Ich habe alle drei übrigens instant angemacht. Oxygen Nummer 1 war ich instant da, bei Licht habe ich sofort wieder angemacht und das Oxygen 2 im Admin habe ich instant angemacht. Genau, Oxygen 2 scheint der Zeitpunkt zu sein, wo er hingerichtet worden ist oder kurz danach okay, zumindest. Okay, Jay war bei mir, er kann es nicht gewesen sein. Weil das kann ich zumindest bei dadurch beim zweiten Mal sind Sven und ich nämlich beide aus hier unten aus der Richtung zu Admin gelaufen und da kam uns dann Dado schon entgegen. Ja. Aber da lag dann unten noch keine Leiche, weil ich habe das Gefühl, da kamen wir gerade beide her. Also wenn es ein Todeszeitpunkt war, also war ich dann mit Kalle zusammen. Ja, Sepp war nirgendwo zu sehen und Mike. Nee, Moment, nee, Mike war mit Kalle zusammen. Ich war auch nicht bei Sven und Sepp hat gefehlt. Und die beiden habe ich auch noch nie gesehen, tatsächlich. Sepp und Der ist der ganze Zeit, glaube ich, in den Vents. Glaube ich auch. Ich möchte sagen, weil Dado fehlt, beim ersten Mord waren schon Dado und Jay verdächtigt, oder? Nicht, weil wir gegen Jay waren. Nicht einmal verdächtig. Okay. Sven Guder. Nee, Dado schon. Aber ich habe instant die ganzen Sachen angemacht. Licht unter anderem, das würde ein Imposter so nicht machen. Ja, ist halt ein Fake. Außer du willst dich profilieren. Ne? Das ist heiße Runde. Nur, dass ich wieder nicht teilnehme hier. Wer ist denn hier der zweite Imposter? Zero ist like, I don't give a fuck. Oh, tatsächlich ist es Mike, ey. Okay, das ist jetzt sehr interessant. Ich habe Oxygen Instant Batman ausgemacht, aber keiner. Hm? Und oben rechts, ich konnte noch hinlaufen, bis das jemand deaktiviert hat. Sepp stand dann gerade da dran. Genau, ich hab's gerade gemacht. Warum, wo warst du, als es angefangen hat? Ich war unten, weil ich wieder Shields gehen musste, weil ich da vorhin nicht fertig geworden bin. Und dann bin ich hoch zu Oxygen. Da ist er mir auch übrigens gerade entgegengekommen bei Shields. Okay, die Leiche liegt nämlich jetzt im Admin-Bereich. Und Jay kam aus der Cafeteria rechts hoch. Ich hatte gerade kurz das Gefühl, Maxi will mich killen. Ich habe mich schon aufgeregt, als dann der Report-Button kam, wenn Maxi umgedreht ist. Und genau dann kam der Report, als er auf mir drauf war. Ich wollte nur ein bisschen tanzen für dich. Ja, ist klar. Wir müssen einen Voten, es sind zwei Imposter drin. Das Problem ist, ich bin rüber von Security, wo ich die Wires gemacht habe, und Jay auch, bin ich unten lang durch Storage und da ist mir Kalle noch entgegengekommen, lebendig.
in dem Moment. Kalle war vorher oben Mad Bay. Der hat mich nämlich bei Mad Bay beobachtet. Dann war es jemand anders mit K. Ich habe nur ganz kurz ein K gesehen und dann war es auch schon wieder aus meiner Hand. Das macht keinen Sinn. Maxi, wo bist du lang? K. Doch Mike, glaube ich. Dann kann es auch gut sein. Aber ja, Mike hat, fängt mit K an. Oder Dadosh K. Aber Mike nein, war mit Sepp zusammen. K, wow. Namen. Ich hab nur ja, K am Ende habe ich Sepp ja. halt bei Shields gesehen. Deswegen, Maxi, wo bist du lang? Genau. Gegangen? Ich bin unten lang gegangen. Und unten? Durch Storage und dann Shields vorbei, um zu O2 zu kommen. Aber da, gut, da hast du auch Sepp gesehen, oder? Ich habe ehrlich gesagt keinen von euch gesehen. Deswegen wundere ich mich. Nee, das war also du warst schon an O2 wahrscheinlich, weil es auch nicht so ist. Wir haben 20 Sekunden. Ich habe absolut kein Indiz. Ich weiß nicht, wer sein kann. Ich bin immer noch, sage ich. Ich das bin ja eigentlich immer noch bei. Nehmen wir Sepp oder Maxi? Dadosh, Mike, Sepp. Ich bin Maxi, weil er mich am Anfang gewundert hat und ziemlich alles gute. Ich kann damit falsch liegen, ich werde damit falsch liegen. Wir müssen voten, oder? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe ehrlich keine Ahnung. Ihr seid sowas von am Verlieren. Ja, kann sein. Also, wie gesagt, ich habe absolut keinen Plan. Oh. Orange hat zwei auch noch gewotet. Sven. Ja, natürlich. Das wird wohl eine Imposter-Runde. Oh, da hätte Sepp aber reinlangen können. Da hätte Sepp eben reinlangen können. Ich wollte gerade zum fucking Button gehen. Dieses war doch Sepp. Sepp hat sich wirklich doch verraten. Oh mein Gott. Und Mike und Sepp, ihr habt euch nicht gesehen, oder? Ihr habt euch gegenseitig doch. Gedeckt. Natürlich haben wir uns nicht gesehen. Wir haben uns gedeckt. Ich hab ihn in Admin gekillt und bin gewendet und hab Sepp da rumlaufen sehen. Hab gewusst, ich muss Sepp jetzt decken. Ich muss Sepp ein Alibi geben. Das war so gut. Wir haben es echt stark gespielt, Sepp. Aber mit Dadosh an eurer Seite kein Problem. True. Naja. Ich glaube, der Rest hatte echt nicht viele Anhaltspunkte. So. Ich hatte gar keinen Anhaltspunkt. Ich wusste, dass Sven halt aber Max, ich habe nur einmal erwähnt, dass Mike und Sepp halt nicht gesehen worden sind also die ganze Zeit. Also das war der einzige Indiz, den wir irgendwie hatten, hatte ich das Gefühl. Also eigentlich war jeder Mord von mir sehr clean. Es gab nur einen, wo ich hätte erwischt werden können. Das war der an Ray. Bei den habe ich gemacht, als er an den Lichtern stand. Und bin dann oben aus dem Vent, also zum Vent gelaufen und weggehüpft. Und Kalle stand oben und hat eine Aufgabe gemacht und mich nicht gesehen. Oh Mike, du bist heute bist du richtig auf meiner Abschlussliste. Du musst lieb zu mir sein. Aber nee, ich hatte gar nichts. Ja. Also ich hab nichts gesehen. Wir waren auch immer isoliert, es hat keiner keinen gesehen, es gab so wenig Informationen, das war... Aber dann war, dann, das heißt, dann habe ich quasi jetzt keinen falschen Call gemacht, indem ich gesagt habe, ich habe Sepp nicht gesehen, weil Sepp mich wahrscheinlich als Imposter gesehen hat, weil das er eine größere sein. Sicht das hat. Das wahrscheinlich richtig, genau. Das heißt, er hat sich eigentlich verraten und keiner hat auf mich gehört. Ich bin mir nicht sicher, hast du mich nicht verraten?